Grüß euch, ihr Lieben. Auf vielfachen Wunsch, wie man dieses Ding strickt, beziehungsweise wie man das zusammenbaut, habe ich euch jetzt ein neues Video gemacht. Das erste war ja nicht wirklich prickelnd. Mehr Wolle geht nicht. Im Casa di Lana, Haus der Wolle, finden Sie, was Ihr Handarbeitsherz begehrt. Casa di Lana, Frankenberg, Viermünden oder auf casadilana.de. So, als erstes habe ich dazu einen Wollvorschlag. Weil dieses Ding muss ein bisschen schwerer vorne fallen und nicht so puffig. Ne? Dazu habe ich euch mitgebracht die Rico Sport und unbedingt auf jeden Fall die Gatsby von Katja. Also die muss irgendwie dabei. Ohne das sieht das Ding, das hat nicht den Effekt, wie es sein soll. Diese Gatsby gibt es in ganz vielen Farben und ihr könnt euch immer zu der Gatsby die unifarbene Pendant-Farbe aussuchen. Hier zum Beispiel würde ich also das zusammen verstricken. Dann habe ich euch mal mitgebracht, das hier in grün gehalten. Das gleiche gibt es natürlich auch in blau und in gold und in grau oder in rosa. Das könnt ihr machen, wie euch es am besten gefällt. Dieses Ding wird ja mit zwei verschiedenen Nadeln gestrickt. Und dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Und das könnt ihr euch da anschauen. Also ich hoffe, man sieht den Link da oben. Und den Vorschlag von der Wolle, das zeige ich euch hier unten. Wie die Wolle heißt und wie ihr da hinkommt. Ihr geht einfach auf casadilana-onlineshop.de und dann gebt ihr halt den Namen in die Suchleiste ein. Fertig. Gestrickt wird das Ding ja mit zwei verschiedenen Nadelstärken. Einmal eine 8er Nadel und auf der anderen Seite eine 4er Nadel. Dazwischen wird das Seil geschraubt. Wie gesagt, das Video habe ich euch schon gemacht, wie ihr das zusammenbaut. So, und um euch das nochmal zu demonstrieren, wie ich das Ding zusammen genäht habe, habe ich jetzt wieder zwei Handtücher für euch. Zeige ich euch jetzt. So, ihr Lieben, ihr Hasen. Also, um das ganz einfach zu zeigen, habe ich hier wieder mein Muster mit den Handtüchern. Stellt euch einfach vor, ich gehe jetzt mal von Konfektionsgröße 38 aus. Die Größentabelle habe ich in der Anleitung hinterlegt, damit ihr wisst, für eure Größe, wie groß ihr das Ding stricken müsst. Ihr strickt im Grunde genommen zwei Lappen. Bei Größe 38 schlagt ihr 80 Maschen an. Mit beiden Garnen, die ich euch eben gezeigt habe. Und zwar mit der dicken Nadel. Diese 80 Maschen werden dann eine Masche rechts, eine Masche links, eine Masche rechts, eine Masche links, wird das gestrickt. Und eine Masche davon muss verschränkt sein. Die einen können lieber rechte Maschen verstricken, die anderen linke Maschen verstricken. Also könnt ihr machen, wie ihr wollt. Auf jeden Fall muss eine Masche immer verschränkt sein und die andere normal. Ihr nehmt eine gerade Maschenanzahl. So, also diese 80 Maschen, die ihr hier drauf habt, die strickt ihr dann 60 cm hoch. So, und wenn dann das eine Teil fertig, das wird also das Rückenteil, macht ihr das gleiche nochmal für das Vorderteil. Auch wieder 80 Maschen, gleiches Muster, eins rechts, eins links, auf der Rückreihe, wie sie erscheinen. Und das strickt ihr aber bitte keine 60 cm, sondern 70 cm. Also 10 cm länger wie das Rückenteil. Warum das so sein soll, zeige ich euch jetzt. Stellt euch einfach vor, das hier wäre das längere Teil. Das legt ihr dann auf das kleinere drauf. So, und jetzt geht es. Ihr nehmt einfach die Seite. So. Und jetzt dreht ihr das einmal rum, sodass hier in der Mitte quasi so ein Knoten entsteht oder wie so ein Schmetterling. Von euren ursprünglichen 60 cm für das Rückenteil näht ihr bitte hier oben auf der Schulter 20 cm zu. Ihr lasst 20 cm frei und näht hier 20 cm zu. Hier unten näht ihr etwa,
also etwas mehr als die Hälfte von dem Teil, näht ihr auch zu. Auf der anderen Seite natürlich genau das Gleiche. So, und wenn ihr das dann so gemacht habt, wie ich das gesagt habe, müsst ihr euch vorstellen, fällt das ganze Ding so. Hier ist der Kopf, hier kommen die Arme raus. So, und ihr müsst das beim Tragen dann umschlagen, das zeige ich euch jetzt. So, ihr Hasen, also wenn ihr das Ding so zusammengestrickt habt, wie ich euch das gesagt habe, sieht das so aus. Folgendermaßen, wenn ihr das anzieht, at Moins oder wann auch immer, sieht das so aus. Und dann steht er so vom Spiegel und sagt, irgendwie sieht das bei mir beschissen aus, ich habe alles falsch gemacht oder auf jeden Fall sieht das bescheuert aus. Sieht nicht nur bei euch bescheuert aus, bei mir auch. So, jetzt kommt es. Ihr nehmt die eine Hand, haltet ihr davor und schlagt einfach mal dieses Ding um. So, und das Wort. Ich habe damit schon das Fenster geputzt, also nicht mit dem Ding, sondern während ich das Ding anhatte. Weil ihr kriegt da keine Schweißausbrüche drin. Und jetzt sagt mir nicht, ja, die ist ja so dünn, da sieht das gut aus. Mm-mm. Ich hatte also auch schon wirklich eine Dame hier im Haus der Wolle, Freund von Lebensmitteln, eine richtige Rubensdame und hat die eine tolle Haut gehabt, wirklich. Also da kann man ja wirklich nur neidisch drüber werden. Naja, auf jeden Fall, die hat so ein Ding angezogen und da war ein richtiger Kamerad. Und hier im Hause waren noch zwei andere Kunden. Uns ist wirklich die Schublade runtergefallen. Die sah einfach nur phänomenal aus. Da war was drin. Und wenn ihr das anhabt, werdet ihr im ersten Moment denken, boah, habe ich auch gedacht, endlich. Aber als ich dann vorm Spiegel stand, war die Enttäuschung groß, weil so wie ihr das jetzt seht, so sehen das natürlich auch andere Menschen. Und dann ist das gar nicht mehr, boah. Also, es sieht nur so aus, weil wenn ich das anhabe, kann ich mir nicht auf die Schuhe gucken, weil das sieht ein bisschen, ja, viel aus. Aber so viel ist das nicht. Und ihr könnt das überall anziehen. Ob das irgendwie im Lebensmittelladen ist zum Einkaufen. Die Kassiererin staunt nur, wenn ihr da ihre Dinger da drüber scannt. Die guckt euch nur an und sagt dann, ja, ich habe mich nicht getraut zu fragen, wie das geht. Oder wenn ihr bei der Post seid und werdet von hinten dann angefummelt und nach dem Motto, was ist das denn? Und jeder guckt vorne so, was ist das denn für ein Ding? Dann sage ich, ja, ein Ding. Das ist einfach ein Ding. Und das war's. Also habt Spaß damit. Ich will Ergebnisse sehen.